Moin und herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Diese Woche ist ja der Endboss von Nodushi rausgekommen. Und heute zeige ich euch, wie ihr Herausforderungen easy schaffen könnt. Mit diesem Macher, Escanor. Also, er ist so krass einfach. Er war schon PvP krass, er ist ein PvE krass. Und dann jetzt noch in dem schwersten, oder es sollte der schwerste Endboss sein, ist er auch krass. Es ist so geil. Es ist so geil. Also, ehrlich. Also, Gear ist bei Gopher, sein normales Gear, was ich ihm immer gebe. Seine HP Defense Gear. Auch nicht die krassesten Rolls, so 4,6, 4,6. Escanor, solltet ihr auch wissen. HP Crit Gear, alles auf 15. Dass er ein bisschen tanky ist, aber dass er auch Critten tut, also richtig reinhaut. Meliodas, sein Attack Crit Gear, ganz easy BC. Und Ban, sein HP Defense Gear. Das ist das HP Defense Gear von Purgatory Ban mit dem Crit Damage noch oben drauf. Aber wir wollen nur ein bisschen CC haben, da kommt er gar nicht rein. Er macht uns nur die Damage. Dann hier noch Angriffsfood. Und hier unten habe ich ohne ultimativer Move und innerhalb von 9 Runden bewältigen. Ohne Essen würde ich 5% geben, aber mit Attack Food ist noch einfacher. Also macht es einfach mit Attack Food. Vertraut mir. Eigentlich sollte es eines der schwersten Endbosse sein, aber Escanor macht es einfach so easy. Es ist so geil. Und Margaret, du bist auch so geil. Nee, jetzt auf jeden Fall. Ich sage gleich, was das Gimmick ist von der Runde hier. Die hier, fester Schaden, habt ihr schon gesehen. Ihr könnt denen kein Damage machen. Also, ihr müsst die aber umbringen. Das ist das Problem, weil solange ihr sie nicht umbringt, könnt ihr Margaret kein Damage machen. Das ist das Problem. Und die sind so tank, also wirklich krass tanky. Aber gebt euch mal, was Escanor macht. Gebt euch mal, was Escanor jetzt macht. Das ist kein Joke. Ganz easy peasy macht er das jetzt. Guckt euch an. Die sind zwei tanky, gell? Die sind zwei tanky. Einfach gestorben gerade. Einfach gestorben gerade. Einfach gestorben. Ich check es selber noch nicht. Einfach gestorben gerade. Oh, eine Level 3. Nice. Einfach gestorben. Also, das kannst du niemandem erzählen. Das kannst du ehrlich niemandem erzählen. Das kannst du... Eigentlich ist es schwerste, das ist auf Challenger. Das ist auf Challenger, Jungs. Das ist auf Challenger. Das ist bodenlose. So, natürlich meiner, 1-6 Escanor, nicht so krass, für PvP, aber für PvE reicht es komplett. Jetzt müsst ihr nur aufpassen, dass ihr killt, weil sonst, wenn ihr nicht killen würdet, ich frage mich, was ich jetzt machen würde. Weil es ist einfach, aber wenn ihr jetzt nicht killt, dann hielt er sich komplett wieder full. Das ist das Problem. Ja, das sollte weggehen. Das ist das Problem. Deswegen machen wir, glaube ich, erstmal die AOE, dann die Level 3 und dann ein bisschen wasten. Weil wenn ihr jetzt nicht killt, also nicht jetzt, sondern ich glaube, wenn sobald über die Hälfte ist. Jetzt schon? Nee, okay, geiles Kill. Wenn er bis hier einen Schaden gemacht hätte, hätte es sich wieder komplett full gegeben. Aber das killt komplett. Geil. Nice, nice. Jetzt aber. Jetzt kommt Nodushi. Und da ist genau das Gleiche. Da ist genau das Gleiche. Wenn ihr die zwei Orbs nicht killt, könnt ihr Nodushi nicht umbringen. Aber Escanor juckt das einfach nicht. Escanor sagt einfach nein. Ganz einfach. Oh ja, okay, bis jetzt. Ah ja, okay, ja. Könnte besser sein von den Karten, ja. Aber wir haben sowieso Meliodas. Jetzt gebt euch mal. Das gleiche wie vorhin. Die sind richtig stark eigentlich. Und ihr könnt Nodushi kein Damage machen. Die sind tot. Solange die Teile sind, könnt Nodushi kein Damage machen. Und guckt euch Meliodas an. Es war ein 2-Turner. Das war ein 3-Turner? 3-Turner. Das war ein 3-Turner. Easy das einfach ist. Und war der Magie, habt ihr gerade gesehen, er hat komplett geone-shottet mit einer Level 2. Komplett geone-shottet. Diese beiden bodenlos in einer Kombi. Bodenlos. Bodenlose Frechheit. Sag ich ehrlich, bodenlose Frechheit. Es ist einfach so einfach. Und ich zeige euch gleich wieder. Wir gehen jetzt wieder in eine Runde rein. Es ist wirklich einfach. Und es ist geil daran. Eigentlich so schwer, aber es nur. Ihn juckt es einfach nicht. Jetzt können wir überspringen, das habe ich ja vorhin schon durchlaufen lassen. Müssen wir nicht zweimal durchlaufen lassen. Auf easy. Ganz entspannt. Und jetzt hier einfach das gleiche. Rank up auf Escanor. Single Target. AI von Meliodas. Fertig ist es. Die Orbs sind tot. Und im nächsten Turn killen wir sie einfach. Vorausgesetzt, wir bekommen Escanor-Karten wieder. Das kann natürlich ein bisschen sein, dass RNG euch ein bisschen fickt und euch keine Escanor-Karten gibt. Das ist schon bodenlos. Aber bisher ist es mir nicht einmal passiert.
Ha? Nee, okay. Mir ist jetzt wieder nicht passiert. Besser ist aber kein Rank-Up. Kein Rank-Up leider. Das ist nicht so gut. Das ist nicht so gut. Attackiert er mich zweimal? Das wäre gut, weil dann könnte ich Vademagie machen. Ja, okay. Dann mache ich Vademagie. Dann attackiere ich jetzt nicht mit Eskanor, sondern mit Vademagie. Mit Vademagie, yes, yes. Eine Level 3 Vademagie wäre auch spannend. Ja, komm. Sehen wir, was Level 3 Vademagie machen kann. Come on, come on, come on, come on. Töte, töte, töte. Let's go. Ja, easy, easy. 587k, Digga. Easy. Geil. Auf ganz entspannte Reno. Ja. Jetzt verwandelt sich erstmal nur Duschel und dann easy die zwei anderen Orbs. Auf ganz entspannt und jetzt einfach gleich wieder. AUI. AUI. Orbs sind tot. Was passiert jetzt? Eskanor macht Schaden. Es ist so geil einfach. Und natürlich die AUI, weil wir keinen Single Target mehr hatten, leider. Auf ganz entspannt. Leider wieder keine Single Target bekommen. Nicht so geil. Nicht so geil. Okay, aber er attackiert zweimal, deswegen können wir Vademagie anwenden. Deswegen können wir Vademagie anwenden. Machen wir auch gleich. Genau. Sehr viel Schaden ist genau. Ja. Level 2 reicht komplett. Reicht komplett. Ja, easy. Easy. Geil. Und ist geil daran. Ihn juckt es nicht, was ihr macht. So. Er macht's einfach. Er macht das, was ihr sagt, einmal instant töten. Das ist geil an Eskanor und Purgatory Melly. Auch sogar ein bisschen besserer Rank bekommen. Geil. Geil, geil, geil. Jetzt gucken wir mal. Gucken wir mal, welchen Rank ich jetzt bin. Ob ich unter 10% bin. Das wäre geil. Ja. Nice. Let's go. Geil, jetzt bekomme ich auch diese drei SR Pendants. Wenn es sich so lange hält, natürlich. Ich hoffe, dieser kleine Guide hat euch gefallen. Und ich hoffe wirklich, ihr habt für Eskanor gesammelt. Auch wenn ihr nur 1-6 habt oder ein bisschen 900 gehen müsst. Hauptsache, ihr habt ihn. Weil ihr habt ja gesehen, was er hier gerade mit dem Final Boss Dodoshe gemacht hat.